Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Ich bin hier noch in Densen, in der Stadt Ahlfeld, mit dem Ausnahmeister Achim. Ne, wir gucken uns noch die andere Seite vom Fahrzeug an. Also die erste Seite war ja schon sehr beeindruckend, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite und es geht so weiter. Also ich habe beim letzten Mal schon Zettel geschrieben, was ich jetzt alles sozusagen bei uns mal einführen könnte. So an Kleinigkeiten, diese netten Details. Sonst blende ich euch gerne nochmal den Film oben ein. Und wir schauen uns jetzt mal die Seite von dem Fahrzeug an. Los geht's. Ja, Achim, hier geht's weiter. Ich sehe schon gleich erstmal, werde ich überfallen mit Schaummittel. Genau, 120 Liter, dass das da sein muss. Genau, das ist Standard, Normbeladung 120 Liter. Ja, ja, dann haben wir unseren Stellangriff. Ja. Hier nicht mit Haspel, sondern in Schlauchform mit zwei C-Schläuchen. Das finde ich auch witzig. Beim Verlassen habt ihr den Griff hier gleich mit durchgezogen. Ja, damit das da drin nicht durch die Gegend fliegt und nicht rausfallen kann und sich keiner dran verletzen kann. Und gleich mit Absperreinrichtung auch noch. Mit Absperreinrichtung da auch, falls dann, wenn wir losmarschieren, verlängern müssen, musst du nicht Wasserheizen, Maschinisten rufen, sparst du den ganzen Druck runter, Druck wieder drauf, absperren, Schläuche dran, weiter geht's. Super, klasse. Okay. Unten haben wir wieder einen Schnellangriffsverteiler, auf der Seite nur mit einem B-Eingang. Aber da unten haben wir noch ein kleines anderes Schmuckstück. Wenn du dann unten gleich weiter dich nach links drehst, da haben wir ein Kombinationsschaumrohr unten drin. Kombination? Ein M4S4, Mittelschaum, Schwerschaum. Aha, okay. Das will ich mal kurz sehen, weil M4S4 sozusagen ein Kombinationsschaumrohr. Ein Hybrid. Genau, ein Hybrid. Mit Absperrhahn, also mit Absperrvorrichtung. Und das Ganze ist einfach nur hiermit umzustellen. Schwerschaum, Mittelschaum. Das ist alles. Das kannte ich noch nicht. Injektorprinzip. Ja, einmal klar. So, mehr oder weniger. Ja gut, es geht eigentlich nur die Luftzufuhr hier. Genau. Ne? Also die Schaummenge mehr oder weniger zieht und dadurch ändert es sich. Klasse. Raffiniert. Aber ist ein ganz schöner Koffer. Ne? Also ist nicht für die Damenhandtasche. Das wiegt nichts. 4 Kilo? Ist ja gut. Kannst wegbauen. Also ist leicht. So. Gut, ja, hier haben wir noch den Abgang dann. Das ist einfach für den Schnellangriff. Genau. Also willst du das Wasser herkriegen, dann kommen wir zum Hygienebord. Das ist das Schmuckstück auf dem Fahrzeug. Ja, hinten haben wir Seife. Hinten haben wir dann noch eine Bürste drin für Schuhe. Oh, hier, Mensch. Mit eigener Pumpe. Ja, zum Schuhe reinigen an der Einsatzstelle gleich. So Dekontamination, ne? Pumpe betrieben über den Fahrzeugtank. Der Maschinist kann von hinten den Hahn aufdrehen. Dann können wir die Pumpe hier einschalten. Und dann kriegen wir hier aus unserem Wasserhahn Wasser aus unserem Fahrzeugtank fließen. Papier haben wir im Fahrzeug, dann haben wir normal Handwaschzeug hier drauf, Desinfektionsmittel, das ist alles auf dem Hygienebord, noch Mülltüten, ein Spiegel, wo alles gut aussieht. Ja. Und damit du dich auch abpusten kannst, die Frage von vorhin. Genau, nur aufpassen mit Druckluft an der Stelle, Schutzbrille vorgeschrieben, ne? Und am besten soll man ja nicht mit Druckluft die Personen abpusten, weil nur die Kleidung, ne? Also bitte aufpassen, gerade mit Druckluft habe ich die spektakulärsten Unfälle gesehen. Also das wäre. Aber schön, dass das alles dabei ist. Und ich sehe auch gerade hier, das ist natürlich mein Lieblingsteil, aber ich lasse es jetzt mal drin. Schnellschaumrohr. Genau, mit Ersatzbehälter. Mit Ersatzbehälter gleich. Das ist natürlich auch nicht, nochmal mit Ersatzbehälter, das ist gar nicht schlecht. Wir haben zusätzlich besorgt, weil das Umschrauben und Umfüllen, das dauert alles sonst. Das Umschrauben geht recht schnell, aber dieses Umfüllen in den Behälter wieder, das dauert etwas länger. Und so, zack, runter, drauf, weiter geht's. Also ich muss sagen, das ist wieder so ein Detail, ne? Wieso nicht einen zweiten, bin ich gar nicht drauf gekommen, aber es ist eine sehr gute Idee. Also 4,95 Euro. 4,95 Euro, ja genau, so, super. Klasse, Mensch, weiter gucken. Ja, nächste. Oben haben wir noch Schachtabdeckung, unsere sogenannten Elefantenfüße. Okay, wofür? Wenn wir jetzt austretendes Öl haben, was droht in Kanalisation zu laufen, holen wir diese Elefantenfüße raus. Sehen aus wie so Stempel. Ne, das holen wir doch mal raus. Holen wir raus. Von hier ist das. Das sind unsere Elefantenfüße. Wenn wir jetzt austretende Kraftstoff oder irgendwas haben, LKW, der Tank leckgeschlagen an der Bundesstraße, das stellst du einfach auf den Gullischacht, füllst das Ganze mit Wasser, das haben wir ja immer mit. Oder Sand, schon, ne? Oder Sand, ist der Gullischacht schon fast komplett abgedichtet, dann kannst du in Ruhe deiner Arbeit nachgehen, Bindemittel ausgeben, wieder aufnehmen. Du brauchst keine Angst haben, das ist alles in die Kanalisation. Wir haben ja auch einen Umweltschutzauftrag, ne? Das ist für uns also auch ein wichtiger Punkt nach der ganzen Menschenrettung, dass natürlich die Natur auch uns so erhalten bleibt, wie sie ist. Ne? Also kannte ich jetzt aber auch so noch gar nicht. Man kann es auch nehmen zum Anstauen in kleineren Bächen für eine offene Wassernahme.
Wenn das Wasser nicht tief genug ist, kannst du ins Wasser stellen, kannst damit anstauen. Wir haben an der Zahl 4 davon. 4 Stück. Also. Da kann man schon was mit erreichen. Super, sehr interessant. Klasse. Also schon ein bisschen beeindruckendes Auto, ne? Ich sehe jetzt schon wieder auf dem Augenwinkel schon wieder was, was auch nicht jeder hat. Ein Sprungbretter, wenn ich mal vorgreifen darf, ne? Ja, also oben haben wir verlastet Sprungbretter. Also ist der absolute Notausgang, ne? Sprungbretter ist ja nun nicht die zuverlässigste Rettungsmethode, aber ist zu haben im Notfall, ist nicht verkehrt, ne? Also wurden wir auch vorgestern erst wieder mit alarmiert. Echt? Ja, wir haben oft damit alarmiert, ja. Okay. Gut, ja, dann sind wir am Fahrzeug, wir haben hier dann nochmal, also auf der Haspel war es ja auch nochmal, wir haben nochmal Standrohr, ganze Schachthaken, Hydrantenschlüssel, den ganzen Kram, was man halt braucht für die Wasserentnahme, ja. Elektrowerkzeug für unterwiesenes Personal, also alles extra abgesichertes Werkzeug, okay, komplett da drin. Verkehrsunfallkasten mit verschiedenen Sachen, Staubmasken, Klebeband, also sowas, also zum Glasmaster, genau, alles für den Verkehrsunfall, was gebraucht wird. Scheiben raus, da kennt ihr auch das Video, kann ich mal einblenden, wie man so eine Scheibe auch richtig rausnimmt. Dann ganz normal ein Trennschleifer oben drin, ja, also große Flex. Aber strombetrieben? Strombetrieben. Okay, ah ja. Okay. Dann haben wir hier unsere Tauchpumpe. Das ist aber eine Mini-Chiemsee. Ja, also das ist jetzt ja auch nicht so Standard, ne? Das ist, die schafft schon ganz schön was weg, ne? Die schafft ganz schön was weg, ja. 1600 Liter die Minute. Schmutzwasser mit einer Körngröße bis 65 mm. Nimmt sie mit, also Steine bis 5 cm Größe, nimmt sie einfach mit durch. T-Shirts, Socken, wenn den Keller ganze geht, Häuser, alles durch. Ja. Dafür haben wir die formstabilen Schläuche auf dem Dach dann noch, was da noch dann zugehört. Eine normale TS, wie wir es zum Beispiel haben, schafft 1000, ne? Also die wir ist können schon damit auch das Fahrzeug speisen aus einem Graben. Haben zwar nicht den Druck, aber man könnte eine. Genau, hat halt nicht den Druckbetrieb, aber einen geringen Ausgang, sogar wie 2 Bar oder so, ne? Genau. Ja. So sieht das gute Stück dann aus, eine Mini-Kühlsee. Wollen wir nicht weiter zusammenbauen, oder? Nee, aber das ist schon gut. Die ist echt gut. Das macht schon was. Haben wir nach unserem schweren Hochwasser gekriegt. Ja. Ist in einem Stadtgebiet auch mehrfach vertreten, diese Pumpe schon. Weil man ja in Kombination mit mehreren Pumpen auch richtige große Höhen damit überbrücken kann. Klasse. Also Mini-Chiemsee schon mal merken. Super, Mensch. Also die ganze Chiemsee-Pumpe und so, die muss natürlich auch betrieben werden, ne? Der Klassiker ist natürlich die Eisenbahn, weil ich sag mal, eure Strom-Sache, eure Trennschleifer und auch die Pumpe, die muss ja Strom haben, ne? Okay. Und dazu die Kabellage und Abgas. Genau, Zurück. Abgasschlauch. Und Fremdsaugeinrichtung, dass wir halt nicht die ganze Zeit über den Tank fahren müssen. Wir können über Kanister fahren und das Aggregat halt betreiben, damit super, man halt keine Abkühlphasen hat etc. Ja, dann haben wir hier eine Säbelsäge oder Sprachgebrauch Tigersäge, kennt wahrscheinlich ja jeder. Haben wir hier drin, auch strombetrieben. Dann haben wir hier 2 Schnittschutzhosen plus Forsthelme. Okay. Das Gute ist, ihr habt 2. Das will ich nochmal Hinweis geben, wenn jemand mit im Gefahrenbereich steht, was ja eigentlich beim Sägen möglichst vermieden werden sollte, wenn einer drinstehen muss, muss auch die komplette Schutzausrüstung haben. Ne? Da reicht die normale Feuerwehrhose, reicht da nicht. Genau. 2 sind im Gefahrenbereich, einer schneidet und einer räumt dort weg und den Rest machen dann die Kameraden, die außen vorstehen. Genau. Hier haben wir unsere Kettensäge drin. Ja. Wollen wir mal schauen, was du da Schönes hast? Können wir machen. Ja. Ja, hier haben wir den Stiel 029 drin. Das sage ich mal, das ist die Kettensäge der Feuerwehr von vor ein paar Tagen. Aber sie läuft zuverlässig immer. Ersatzketten drin, Gehörschutz drin. Das ganze Werkzeug, Keile, Sprit, Öl, alles was dazu gehört. Ersatzschwert habt ihr nicht, ne? Ersatzschwert haben wir nicht. Vielleicht für einige ganz hilfreich, wenn man nur eine Kettensäge hat, haben wir auch. Haben wir uns ein zweites Schwert gekauft, das kostet irgendwie, glaube ich, 20 Euro war das, das war nicht die Welt. Und wenn man das dabei hat und man hat zur Not diese Säge festgefressen, wie beim Baumfellarbeiten und die ist fest und man kriegt sie echt nicht mehr raus, dann kann man das Schwert rausbauen, das Ersatzschwert rein und das alte Schwert befreien. Ne? Ist vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn man keine zweite Kettensäge zur Verfügung hat. Also da nochmal ein Tipp, kostet nicht viel, weil ihr habt Ersatzketten, da könnte man eigentlich auch theoretisch da das noch mit reinpacken. Finde ich aber schön ordentlich, also ich finde auch diese Kisten, ihr habt ja viel so mit Kisten verlastet und so, das finde ich hervorragend. Also wenn man gerade an der Einsatzstelle ist ja und meistens hektisch. Neue Ketten, geschärfte Ketten. Also unser Dirk ist da sehr. Achso, neu, ja, genau. Ne? Also das muss man erstmal. Finde ich super. Vor allem passende Kisten finden. Ja, also deshalb. Also vielleicht sollten wir auch mal so eine Austauschplattform machen für Gerätewart, weil ich finde das total witzig, was auch Dirk hier so an Kleinigkeiten macht. Also ganz großes Lob, das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe einen anderen Feuerwehr gesehen, die haben auch so ein Konzept mit diesen AGT, zum Beispiel in Gotshorn. Super übersichtliche Tafel, wer wo welche Geräte sind mit Magneten. Ist auch sowas, wo viele gesagt haben, Mensch, das müssen wir eigentlich auch machen, ist ja total einfach. Und solche Kisten, total super. Also
denk mal, da können ja alle von lernen. Ne? Dann haben wir hier unseren Beleuchtungssatz. Ja, dort sind, Beleuchtungssatz heißt? 2000 Watt Scheinwerfer draufgelassen, okay, mit der Brücke. Abspannmaterial. Achso, ganz normale Flutlichtstrahler. Genau, wir können das auch, kannst du es auch mal hochheben, ein Stück rausziehen, dann kannst du es hier von der Seite machen. Das ist aber ganz normales Licht, wenn du reinguckst, zwei Strahlerbrücke. Gut, dann geht es nach oben weiter, dann haben wir oben zwei Stative. Einmal das rechte Stativ, das orange, was ihr seht. Das ist für unsere normalen 1000 Watt Scheinwerfer, für die normale Beleuchtung, was hier drin ist. Dann auf der, da links daneben, das ist das Powermoon Stativ, für unseren Powermoon, den wir auf dem Fahrzeug auch noch verlastet haben. Den zeige ich euch auch gleich, das ist wieder so ein Wunderwerk, wo er ist. Der ist dann dahinter verlastet. Der Powermoon, wir haben hier den Trafo vom Powermoon, der ist hier vorne drin. Und dahinter seht ihr dann den blauen Deckel. Das ist dann unser Powermoon. Keine Angst, den brauchen wir nicht auf. Nö. Ja, war es schon. So. Da haben wir dann das nächste Spiel. Damit kann man natürlich schön die Nacht zum Tag machen, ne? Wenn man da einen Einsatz hat. Der macht schon ein bisschen Licht. Der macht schon ein bisschen Licht, ne? Das ist natürlich herrlich. Gut, dann haben wir hier noch die Erdanker. Damit wofür? Wir für unseren Mehrzweckzug, für unseren MZ16, damit wir einen weiteren Ankerpunkt bilden können. Ach so. Halt Einschlag, Erdanker mit diesen Nägeln. Halt so diese Meterdinger da. Genau. Die langen. Achso, dafür habt ihr auch den dicken Mottek hier vorne. Genau, da haben wir den dicken Mottek da. Das ist da drin. Also hier haben wir unseren Handwerkzeugkasten. Ja. Da haben wir uns einen Auszug gleich dafür noch geben lassen, dass man auch vernünftig drankommt, weil der Kasten sehr schwer ist. Das heißt, wir können dann von oben entnehmen, wenn wir hier draufstehen. Das heißt, also man kann sich ja vorstellen, dann quasi aufklappen und wir an der Werkbank alles. Ja, das ist gut. Gut. Also hier haben wir unsere 4-Euro-Blitzer auf dem Fahrzeug, die wir auf unsere Fight Kegel draufstellen können. Dann haben wir Verkehrsfaltkegel beleuchtet da oben noch, 6 Warnleuchten, die auch auf unsere normalen Verkehrsleitkegel passen. Genau, also die können da drauf quasi, ne, draufgesteckt werden als Hütchen. Genau, wir können das kombinieren. Genau, okay. Darf ich mal fragen, was ist das hier? Das sind die Trittbretter, die zwischen die Flachten kommen, damit man auch die mittleren Bereiche, wenn man das Sprungtuch entnehmen will, den Sprungretter entnehmen will, dass man auch vernünftig drankommt. Okay, also eine etwas andere Variante, weil normalerweise kann man ja auch so rausklappen, glaube ich. Ne? Genau. Okay, gut. Also was man hier sieht, ist halt, dass der Lichtmast innen drin verbaut ist und wir werden jetzt einmal kurz rausfahren, damit ihr den sehen könnt. Einmal den Totmannschalter, der muss immer nur drückt bleiben. Ja. Und dann kann man halt, hiermit fährt man den Lichtmast raus, hiermit rein. Hier hat man die Funktion, dass der Lichtmast automatisch verlastet wird. Hiermit wird das erste und zweite Lichtband sozusagen eingeschaltet und hiermit wird der Lichtmast gedreht, okay, oder halt gekippt. Okay, dann habt ihr das auch mal gesehen, ist kein Hexwerk, aber ist immer eine Zweihandbetätigung. Genau. Sicherheit, damit man nicht aus Versehen da mal gehen kommt und das Ding wieder losfährt. Genau. Ihr beiden vielen Dank, ne, für die tolle Fahrzeugvorstellung. Ja, also gerne. Wenn ihr Fragen habt, bitte kommentiert ihr drunter. Gebt den Kameradinnen und Kameraden mal ein Gefällt mir an der Stelle. Also ich finde super interessant. Ich habe mit Dirk eben noch mehr besprochen, was ich wahrscheinlich in diesem ganzen Film nicht zeigen kann, weil es einfach zu lang ist. Aber super viele interessante Infos für mich. Da an der Stelle nochmal schönen Dank. Ja, sehr gerne. Also top. Gerätefahrt, ne? Kann ich an der Stelle mal auszeichnen hier. Also super, also sehr viele neue Sachen und geht ja nur zusammen mit dem Ortsameister. Also auch an dich nochmal ein Lob, habt ihr super gemacht. Ich habe eine Kleinigkeit für euch, jetzt musst du überlegen, wo das hin soll. Wir können ja mal also gucken. Ihr kriegt jetzt einen offiziellen Willi-Aufkleber vorne. Ja, wenn das für dich okay ist, machst du das. Ihr entscheidet das. Also es war mir eine Freude hier zu sein bei euch, haben wir diesen super Fahrzeug, diese tolle Fahrzeugvorstellung, eine super Feuerwehr. Ich möchte euch das nochmal kurz offiziell mit meinem Gütesiegel belegen, dass ich das hier super finde.
Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Es ist der Funk, ich dreh durch. Funkgeheimnis. Geht das los, ja? Ja, geht los. Nee, also ja, schönen Dank. Super. Sehr gerne.